seid ja quasi Stammgäste auf dem Wacken. Ihr wart vor 15 Jahren, 94 wart ihr das erste Mal hier. Das stimmt. Das wievielte Mal ist es jetzt? Ich glaube, das fünfte Mal. Ja? Fünfte Mal, 94. Boah, Donnerwetter. Sechste Mal schon dann, oder? Fünfte oder sechste Mal, das kriege ich nicht ganz zusammen. Sowas in der ja, Art. Okay. 94 war das erste Mal? Ich glaube. Auf jeden Fall schon arschlang. Arschlang, ja. Erzähl mal, wie war es damals 94? Ja, 94 war das noch alles ein bisschen kleiner. Da, wo jetzt die Artist-Garderoben sind, die Clown Container, da war ungefähr die Bühne und dieses Feld war das Wacken. Und es ist mit, ja, das war's. Mit zwei Bühnen oder? Mit einer Bühne damals, einer Bühne, ne? Noch. Okay. Soweit ich das erinnere, war das, naja, genau. Ja, und es ist halt etwas explodiert, kann man sagen. Ein bisschen, ne, kleiner. Jetzt ist das reicht, da wo früher die Bühne war, das reicht jetzt gerade mal für die Bands. Das erklärt auch so alles, würde ich mal sagen. Hat man sich jetzt damit schon vorstellen können, dass es hier irgendwann mal so ein Überfestival wird? Überhaupt nicht. Hätte sich damals bestimmt kein Mensch vorstellen können, wenn das jemand gesagt hätte, du, in 15 Jahren ist das das größte Ding in Europa, dann hätten alle gesagt, ja, was hast denn der, was hast denn du geraucht? Und Organisation, wie war das damals alles? War es dreckiger? Oder? Ja, natürlich war das alles ein bisschen, das ist natürlich heute echt alles tipptopp irgendwie organisiert. Dass man, damals waren es halt Dixie-Klos, jetzt sind es halt richtige Klos. Ja. Hier im Backstage schon gemerkt. Auf normalen Campingplatz gibt es immer noch Dixies. Ja, es ist aber, ich denke, es sind genügend da. Ja, muss reichen. Natürlich ist schon alles sehr gut organisiert. Ich meine, kann man eigentlich nicht meckern. Ihr habt ja vorhin schon gespielt. Wie war euer Gig? Der war wunderbar, aber halt ein bisschen früh, ne? Für uns, das sind wir eigentlich, das ist so eine Uhrzeit, wo man vielleicht, wo wir noch nicht mal anfangen zu proben. Ja, also dafür, dass ihr so zentral auf dem Plakat seid. Geil, ne? Ja. Dafür, und dass ihr uns ganz in der Mitte. Ja, genau. Direkt unter Heaven and Hell, Gamma Ray. Finde ich super. Das ist aber der Ausgleich dafür, dass sie uns erst vor 3 Monaten überhaupt in die Online-Werbung mit reingenommen haben. Das ist irgendwie unheimlich spät erst announced worden, dass wir überhaupt spielen, obwohl das eigentlich seit letztem Jahr... Also das steht schon verdammt lang fest, dass wir spielen, aber eben noch nicht. Und deswegen, das ist jetzt die Entschädigung dafür, dass wir da so schön in der Mitte rausstechen. Wahrscheinlich wollten sie die ganzen Kracher noch nicht so früh. So kann man es auch sehen. Ja? Okay, jetzt lass uns mal ein bisschen über Musik reden. Ja. Ihr habt letztes Jahr ein Live-Album veröffentlicht. Ja. Und? Ist gut angekommen? Das ist sehr gut angekommen. Also es war ja eine Live-DVD. Das ist wohl deswegen auch sehr gut angekommen, weil die Fans da schon Jahre drauf gewartet haben. Das ist ja 2 Jahre vorher schon aufgenommen worden, das Konzert. Oder noch länger. Also ein einziges Konzert. Ja. Das war ein. Ja gut, das ist ja in dieser DVD-Paket sind ja auch noch ein paar Sachen von der Tour letztes Jahr dabei, wie man mit Halloween unterwegs war. Damit das einfach noch mal ein bisschen aktuell ist. Und dieses alte DVD-Ding, was eigentlich der Release war, schon viel früher geplant, das ist aber wieder durch Plattenfirmenwechsel, Übernahme und all so ein Quatsch, ist das mal wieder verschleppt worden. Also es war nicht unsere Schuld. Und ja, und deswegen haben die Fans natürlich da sehnlichst drauf gewartet und deswegen ist es auch ganz gut gelaufen. Und es gibt auch keinen, der da irgendwie was zu meckern hat an dem Ding. Es scheint ein gutes Paket gewesen zu sein. Ja, okay, wunderbar. Ihr habt doch dieses Jahr auch 20-Jähriges, oder? Ja, also sagen wir mal, ich hab Kai kennengelernt 89. Genau, auf der Musikhochschule in Hamburg. Na gut, es war so ein Kontaktstudiengang. So in den Semesterferien von der Musikhochschule. Wir haben da nicht studiert. Es war so ein Crashkurs. Aber da musste man auch sich bewerben und ist ausgesucht worden. Ja. Also ich habe jetzt quasi mit Kai. Ich kenne jetzt 20 Jahre und sagen wir mal so, die Arbeit im Studio, das ist gut, jetzt auch so dann im Herbst sind das dann auch 20 Jahre. Da haben wir die Heading aufgenommen, die erste Scheibe, Heading for Tomorrow. Ja, 20 Jahre sind das schon. Mein Gott!
bin ich alt. Ja. Gibt es irgendwas zum Jubiläum? Ja, da haben wir vielleicht eine Show in der Heimatstadt. Also im Moment ist noch ein bisschen, dass wir natürlich, wir sind am 10. Studioalbum, arbeiten wir schon, ist schon eine ganze Menge aufgenommen dafür. Mhm. Im Moment ist natürlich auch wieder etwas Abwarten abgesagt wegen der leidlichen Situation von SPV, die ja Insolvenz angemeldet haben. Deswegen ist so der Release, ich hoffe, dass das noch dieses Jahr was wird. Mhm. Und dann für die Tour, da werden wir uns vielleicht irgendwas Besonderes ausdenken, um das so ein bisschen zu feiern. Das ist 20 Jahre Gamma Ray und das 10. Studioalbum, das sind also irgendwie doppelte Feiergründe. Mhm. Und mal schauen, was wir da uns Schönes einfallen lassen. Ja. Okay. Sag mir noch eine Frage, wie schnell ist euer schnellster Song? Ah, der schnellste Song, das ist... ich glaube, das ist, wenn ich mich richtig überlege, ist das Fight von Henio, der Song. Der ist zwar nicht mit 16 gespielt die ganze Zeit, aber vom Tucker, vom Tempo her, ist der 210, könnte sein. 210? Ja. Aber da ist halt wenig, na gut, da gibt es auch Doppelbassstellen. Aber ich meine, der wäre 210. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt natürlich ein paar Schnelle, die eigentlich auch schnell wirken, so wie Somewhere Out in Space, ist aber eigentlich nur 190 oder 195. Ja. Aber muss ja nicht immer Affenrasen durch den Wald sein. Ne? Ach, über 180 kann ja auch jeder. Naja. Okay. Nur die Frage, was du zu diesem Tag spielst. Ja. Wenn du 16. spielen musst, dann wird es schon interessant. Okay. Gut, das war's von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Dann haut rein, ja. Bleib sauber, ja. Sauf nicht so viel, ja. Nimm nicht so viel Drogen. Mhm. Und